Ich zeige dir heute mal zwei sehr coole Möglichkeiten, wie du deine Sony-Kamera als Webcam fürs Livestream, für Skype und so weiter verwenden kannst. Das kommt wie immer nach dem Intro. Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle-Kanal. Hier geht es um Fotografie, Videografie und alles drumherum. In letzter Zeit hat sich einiges getan, sodass wir jetzt mit den Sony-Kameras noch verschiedene Möglichkeiten haben, wie wir wirklich gute Qualität in unsere Skype-Calls, Videokonferenzen oder ins Livestreaming reinbringen können und das teilweise umsonst oder wirklich sehr günstig. Zwei unterschiedliche Möglichkeiten habe ich dir heute mal mitgebracht. Wir fangen am besten mal an mit der kostenlosen Version und die ist erst seit ein paar Tagen möglich. Nämlich hat Sony jetzt einen Treiber für den PC rausgebracht, wo wir unsere Sony-Kamera ganz einfach als Webcam benutzen können, wenn wir die nur anschließen über einen USB-Ausgang. Ich werde dir mal unten in der Videobeschreibung die Seite verlinken, wo du nachschauen kannst, welche Kameras bisher unterstützt werden. Und da kannst du einfach mal gucken und dir den Treiber dann direkt runterladen. Es funktioniert dann ganz einfach. Wir müssen nur den Treiber auf dem PC installieren, dann die Kamera per USB mit dem Rechner verbinden. Und abschließend müssen wir nur noch einen letzten Schritt machen, nämlich hier im Menü der Kamera müssen wir die Einstellungen wählen, sodass der PC die Kamera eben fernsteuern kann. Wenn wir das gemacht haben, die Kamera mit dem PC verbunden ist und auch natürlich angeschaltet ist und Strom hat, dann können wir die Sony-Kamera ganz einfach als Webcam verwenden. Und wie einfach das ist, das zeige ich dir jetzt mal. Ich habe den Treiber schon installiert, wie gesagt, den Link findest du in der Videobeschreibung. Aber ich werde die Kamera jetzt einfach mal einstecken und wir schauen uns das gleich direkt mal live an. Okay, ich habe den Treiber schon auf meinem Rechner installiert. Das heißt, ich muss jetzt nur noch mein USB-Kabel nehmen. Das stecke ich hier bei der Kamera ein. So, richtig rum. Und als nächstes werde ich hier ganz einfach die Kamera anschalten. Und dann kann ich zum Beispiel die Windows-eigene Kamera-App benutzen. Und sehe schon, hier steht jetzt Imaging Edge Webcam. Und zack, schon ist das Bild da. Und schon haben wir ein hochwertiges Video aus unserer Sony-Kamera, das wir jetzt hier für unsere Skype-Calls oder fürs Livestreaming verwenden können. Super easy. Ja, übrigens ist das auch der Grund, wieso das Video heute ein bisschen anders ausschaut, weil ich das heute mal komplett auf meinem Smartphone, auf dem Galaxy S20 film. Das ist sozusagen auch mal der kleine Test, wie da die Videoqualität so ist. Ja, und apropos Videoqualität. Wir haben über die USB-Verbindung mit der Sony-Kamera nämlich nur eine Auflösung von 1024x576. Aber das lässt sich natürlich für unterschiedliche Sachen dann trotzdem auch nutzen, obwohl die Auflösung nicht so gut ist. Für Videocalls im Internet zum Beispiel reicht es, denke ich mal, auf jeden Fall aus. Und auch fürs Livestreaming, wenn man sein Bild jetzt nicht ganz groß irgendwo haben will in der perfekten Qualität, dann reicht es auf jeden Fall auch aus. Und es ist einfach eine kostenlose Möglichkeit, wie wir unsere Sony-Kamera jetzt als Webcam nutzen können. Wer jetzt damit aber noch nicht zufrieden ist und noch ein bisschen mehr Qualität haben will und dafür vielleicht bereit ist, noch ein paar Euro auszugeben, der muss jetzt nicht unbedingt gleich losrennen und einen Elgato Camlink zum Beispiel für 120 Euro kaufen. Es gibt nämlich auch viel, viel günstigere Möglichkeiten. Und da habe ich auch eine parat, die werde ich euch auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Nämlich ist es hier so eine super simple und günstige Capture Card, die habe ich von Amazon, habe die jetzt schon die letzten Monate für meine Livestreams immer verwendet. Und hier haben wir dann tatsächlich den Vorteil, dass wir ein Videosignal in Full HD bekommen. Und das Ding hier kann ich wirklich nur empfehlen. Ich glaube, ich habe es für 12 Euro geschossen und da kann man wirklich nichts falsch machen. Das Ganze funktioniert dann nicht wie vorher gezeigt über USB, sondern über HDMI. Wir brauchen eben ein passendes HDMI-Kabel, das wir an unserer Kamera anschließen können. So, einmal so. Und dann brauchen wir eben diese Karte, die jetzt noch an das HDMI-Kabel angeschlossen wird. Und die wandelt dann eben unser Videosignal um und wir können es hier über USB ausgeben. Das Ganze auch einfach an den Rechner anschließen und funktioniert eigentlich auch Plug and Play. Allerdings natürlich mit einer besseren Qualität zu einem kleinen Aufpreis. Und wir schauen uns natürlich auch noch an, wie das dann ausschaut. So, die Kamera ist jetzt hier schon über den kleinen HDMI-Ausgang mit dem PC und dem Capture-Stick eben verbunden. Und ich nehme jetzt hier ganz einfach mal wieder exemplarisch die Kamera-App, die unter Windows 10 drauf ist, und ändere hier mal meine Quelle. Und jetzt habe ich hier
USB-Video. Und jetzt habe ich halt den Vorteil, dass ich mein Videomaterial von der Kamera in Full HD gerade live an den PC übertragen kann und einfach noch eine bessere Qualität als mit der Methode über USB bekomme. Trotzdem muss ich sagen, ich finde schon sehr cool, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, über USB das Videosignal an den PC rauszugeben, und so können wir erstmal kostenlos starten und unsere Videoqualität halt ein bisschen steigern. Wer aber halt die beste Qualität zu einem super günstigen Preis haben will, der sollte sich so eine günstige Capture Card mal anschauen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung und man muss nicht unbedingt da 120, 130 Euro dafür ausgeben, wenn man sich halt mit Full HD in der Hinsicht begnügen kann. Probier es also gerne mal aus. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und meinen Kanal abonnierst, wenn du in Zukunft noch mehr sehen willst. Mach auch gerne die Glocke an, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus für heute. Ciao.